Hallo zusammen. Wir tun heute mal ein paar FG-Stoßdämpfer zusammenbauen und befüllen und ein bisschen umbauen. Und zwar, wir fangen mal an. Das sind Stoßdämpfer von dem ganz normalen FG-Spotline und die haben diese Kolbenplatten. So. Die Kolbenplatten, die will ich aber nicht fahren. Hier kommen diese Kolbenplatten rein. Artikelnummer steht oben drauf. Und zwar bei den Kolbenplatten müsst ihr aber die Löcher aufbohren auf 4 mm. Weil diese Kolbenstangen sind auf 4 mm. Dann habt ihr bei den Kolbenstangen, ich habe hier hinten auch noch welche liegen, die werden mit einem E-Clip oben und unten fixiert. So. Die anderen Kolbenplatten, die sind aber von dem inneren Maß etwas dünner. Das heißt, die Kolbenplatten, die hätten zwischen den E-Clips hätten die Millimeter Spiel. Da kommt ganz einfach nochmal hier so ein kleiner O-Ring dazwischen, damit dieses Spiel weg ist. Das ist ganz wichtig. Die zwei, die habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe die auch schon mit Öl befüllt. Und zwar, wenn wir die mit Öl befüllen, ich mache das so, ich tue die mit Öl befüllen und dann lasse ich die in der Ecke stehen, damit die ganzen Luftblasen rausgehen. In der Zeit macht man halt was anderes. So. Wenn die Luftblasen dann draußen sind, dann tut man den Kolben komplett rausziehen und dann haben die FG-Dämpfer, die haben oben in dem Gehäuse haben die eine Markierung. Das heißt, die Kolbenstange zieht ihr komplett raus, dann tut ihr Öl auffüllen bis an die Markierung. So, dann gibt es ja ein paar verschiedene Arten, wie man einen Stoßdämpfer befüllen kann. So, und ich will später in dem Dämpfer keinen Überdruck und auch keinen Unterdruck haben. Ich will eine ganz neutrale Befüllung haben. Und dann machen wir das folgendermaßen. Die Kolbenstange drücke ich jetzt rein. Bis auf 8 mm. Die 8 mm habe ich mir hier schon eingestellt am Messschieber. Und dann kommt der Deckel mit der Membran da drauf. So. Das Ganze ziehen wir jetzt noch fest. Natürlich nicht mit aller Gewalt anziehen. So. Wenn ich den jetzt reindrücke, müsste der drin bleiben. Ja, er hat sich bewegt. Er ist nochmal einen Millimeter rausgekommen. Aber der eine Millimeter, da kann ich mit leben. Ja, vielleicht 2 mm. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Beim zweiten machen wir das auch.
wie gesagt, festziehen, aber nicht mit aller Gewalt. Ja, der ist sogar besser. Das heißt, der hat seine optimale Füllmenge. Bei dem müsste ich wahrscheinlich 2 Tropfen rausholen. Aber das soll so okay sein. So hundertprozentig brauche ich das gar nicht. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Wie gesagt, der ist perfekt befüllt. Und der andere, die Kolbenstange ist jetzt ungefähr nochmal 2 mm rausgekommen. So gesehen, es ist eigentlich in Ordnung, aber ich könnte nochmal 2 oder 3 Tropfen rausholen. Das ist aber jetzt nicht so ganz tragisch. Und ich kann jetzt den Rest fertig machen. Und das wollte ich mal zeigen. Und dann würde ich sagen, da sieht man sich beim nächsten Mal. Macht's gut.